Hattest du schon mal einen performierten Schwanzbruch? Was? Hallo ihr Menschen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frag Clemens. Ja, ich werde jetzt wieder eure Fragen vorlesen und werde sie versuchen zu beantworten. Dazu nehme ich jetzt das das Instagram-Video, was ich da mal hochgeladen habe, das am Anfang irgendwie bei keinem angezeigt wurde und dann 2-3 Stunden, nachdem ich es gedreht habe, dann wurde es jedem angezeigt. Voll gut. Also, hier mal eine Frage von der Melli 1818. Würdest du eine Superkraft haben wollen? Wenn ja, welche wäre es? Ich glaube, ich wäre gerne unsichtbar. Aus dem Grund, weil, wenn man unsichtbar ist, dann wird man von keinem gesehen. Das war eine gute Antwort. Außerdem fragt sie noch, was hast du für Hobbys? Tja, das ist eigentlich relativ easy zu beantworten. Das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel den Gaming-Kanal gestartet habe, weil ich einfach für mein Leben gerne zocke. Und dann aber voll oft so einfach, wenn man halt wirklich wieder versucht, sehr, sehr oft ein Video zu machen, dann ist es echt oft so, dass man einfach so da sitzt und denkt so, scheiße, also wenn ich es jetzt gescheit machen will, dann darf ich heute nicht zocken. Und dann dachte ich so, okay, wieso verbindest du nicht einfach dein Hobby mit deinem Beruf? Und mach's einfach einen Gaming-Kanal auf. Hey! Ich hoffe übrigens, der Gaming-Kanal gefällt euch. Wenn ja, lasst mal einen Daumen nach oben da oder abonniert ihn, falls ihr noch nicht getan habt. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr dumm, es nicht zu tun. Außerdem spiele ich Fußball, manchmal selten gehe ich klettern und ich schaue gern Filme an. Und ich habe eine Freundin. Ist eine Freundin ein Hobby? Ich denke schon. I Live The Love fragt, guckst du noch TV? Nein, ich habe nicht mal da hinten, also das ist ein Fernseher, ne? Aber hinter dem Fernseher ist ja immer so ein Kabel, was in die Wand geht, um Fernsehen gucken zu können. Und dieses Kabel ist nicht da. Deswegen schaue ich kein Fernsehen. Ich schaue eigentlich echt nur noch Fernsehen, wenn ich bei meiner Freundin bin. Die hat halt noch ein Fernsehen, noch einen Fernseher. Aber ich weiß damit irgendwie einfach nichts mehr anzufangen. Da läuft ständig Werbung, dann immer gleich 10 Minuten. Und alles, was dort läuft, kann ich auch im Internet angucken. Wenn nicht sogar halt noch deutlich früher. Und deswegen verstehe ich irgendwie nicht, warum man noch Fernsehen guckt. Dann kommt die Frage von Lisa Sweet Cherry. Machst du in deiner Freizeit eigentlich nur Videos oder warum machst du die überhaupt? Naja, ich muss ganz ehrlich sagen, es macht mir einfach unglaublich viel Spaß. Es macht mir Spaß, dass ihr daran Spaß habt und es macht mir dazu Spaß, sie zu drehen. Und ich mag es einfach irgendwie gemocht zu werden, wenn man das so sagen darf. Ey, voll der aufmerksamkeitsgeile Typ. Ja, aber was ist daran schlimm? Ich tue ja keinen weh. Okami Shadow fragt, magst du Tiere? Und hast oder willst du Haustiere? Ich habe leider momentan keine Haustiere, weil das einfach eine Mietwohnung ist und ich auch dazu sagen muss, dass ich einfach relativ wenig Zeit habe. Deswegen fände ich es ziemlich verantwortungslos, jetzt ein Haustier zu haben, auch wenn ich wirklich gerne eins hätte und halt eben dann noch die Sachen mit der Mietwohnung. Solange man in einer Mietwohnung wohnt, kann man einfach nicht verlangen, dass man ein Haustier haben darf, weil die Haare nisten sich überall so ein. So. Und ja, das ist halt nicht so cool. Aber grundsätzlich hätte ich übelst gern mal wieder eine Katze. Wir hatten immer Katzen zu Hause, bis auf 2 oder 3 Jahre. Und ein Hündchen. Also nicht so ein kleines Hündchen, sondern so einen gescheiten Hund. So Kniehöhe mindestens. Hattest du schon mal einen performierten Schwanzbruch? Was? Nein, ehrlich gesagt nicht. Und ich bin auch wirklich, wirklich froh darum. Ich glaube, das ist ziemlich schmerzhaft. Onkel Simi fragt, wie lieb hast du deine Community? Alter, fragst du das ernsthaft? Ich meine, jetzt mal ohne Witz. Natürlich ist es so, dass man das zu gewissen Teilen auch am Tag hochlädt, weil man eben weiß, dass es Leute gibt, die darauf vertrauen, dass man etwas hochlädt. Ich meine, würde ich es für mich selber machen, müsste ich die Videos ja nicht machen, sondern würde es mir einfach selber durchlesen, für mich selbst im Kopf durchlesen und würde mir dann einfach so wahrscheinlich auf so einem Stuhl sitzen, so, lese mir irgendwie was so durch, so. Also einfach so richtig behindert irgendwie. Aber dadurch, dass es Leute gibt, die möchten, dass man dieses Video macht und es dann hochlädt, macht man es natürlich. Das verleiht einem eine gewisse Disziplin und man lernt dadurch auch sehr viel. Also ich habe durch euch schon so extrem viel gelernt, weil als ich angefangen habe, war ich noch mit Sicherheit nicht ansatzweise irgendwie so eloquent oder lustig oder unterhaltsam wie jetzt. Deswegen, was man als YouTuber einfach nicht vergessen darf, ist, dass man ohne seine Community einfach gar nichts wäre. Und deswegen finde ich es immer schade, wenn ich dann so höre, wie einfach Leute irgendwie manchmal ihre Community so ein bisschen arschig behandeln. Und dann denke ich so, Leute, ist euch eigentlich klar, dass ihr ohne diese Leute überhaupt nicht da wärt, wo ihr seid? Aber gut, das muss jeder für sich selber bestimmen. Würdest du eher ein Leben ohne Liebe führen oder mit YouTube aufhören? Ha, ein falsches Format. Ich kann der Frage ausweichen. Yes! Würde ich nur eine Frage stellen, wäre es zu spät. Schade. Was? Maximilian Insta fragt, Clemens, bist du noch jungfräulich? Ja, ich bin von einer Jungfrau geboren, weil meine Mutter nämlich Ende Januar Geburtstag hat. Und ich habe auch nicht vor der Ehe Sex zu haben, deswegen trage ich einen Keuschheitsgürtel. Den sieht man immer nicht, ne? Und, nein. Naja.
Dann fragt Vero, gibt es ein 3 Millionen Abonnenten Special? Ja, bei 3 Millionen Abonnenten bestimmt. Wie lange bist du schon mit deiner Freundin zusammen? Wir haben uns kennengelernt im Juni und haben dann halt uns viel unterhalten und telefoniert und geschrieben und zusammen sind wir seit... Ist das denn so wichtig, dass man das genau sagen kann? Ich meine, Fakt ist doch, dass die Liebe zählt und nicht die Zeit, die man schon zusammen ist, oder? Also unser Jahrestag ist auf jeden Fall am 23.46. August. Boah, frag doch mal irgendwas Leichtes, ey. Das kann doch kein Mann beantworten. Was halten deine Eltern von YouTube? Das ist eine sehr interessante Frage, denn mein Vater unterstützt es auf jeden Fall. Meine Mutter ist, glaube ich, damit einfach nur mittlerweile... Was würdest du als erstes machen, wenn du mal für einen Tag lang eine Frau wärst? Wahrscheinlich hätte ich das Pech, genau dann an dem Tag eine Frau zu sein, wenn ich irgendwie meine Tage bekommen würde. Und dann hätte ich da unten so ganz fiese Krämpfe, so... Und ich wüsste damit wahrscheinlich überhaupt nichts anzufangen. Ich würde wahrscheinlich die ganze Zeit heulend im Bett liegen, während das Zeug alles so unten so... Hätte ich aber an dem Tag Glück, dann glaube ich, kann jeder Junge diese Frage beantworten. Und wir kommen zur letzten Frage. Was dachtest du früher, was aus dir in deiner Zukunft wird? Ja, das ist eine gute Frage, weil ich muss echt sagen, bis ich die Schule beendet hatte, hatte ich keinen Plan, was ich mal werden will. Gar keinen. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Als die Schule zu Ende war, ich hatte keinen Plan, was ich studieren soll oder in was ich eine Lehre machen sollte oder was auch immer. Ich dachte einfach nur, scheiße, jetzt bist du 19 Jahre alt, bist mit dem Abi fertig und weiß nicht, was du machen sollst. Ey, ich hätte kotzen können. Und dann kam mir halt diese oberschlaue Idee so, hey, du bist ja YouTuber. Und die allerletzte Frage, welche Musik hörst du so? Das ist meistens, naja, House, Trap, Elektro, Rock, Jazz sogar oder... ja, Freunde, das war's auch schon wieder mit der Folge. Gebt mal den Daumen hoch, wenn sie euch gefallen hat. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Klickt da oben noch für die letzte Folge der Frag Clemens Folgen oder da unten noch für die WhatsApp-Face. Wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann, macht's gut, dann rein. Ciao, bis dann.